Herzlich willkommen in der Marktkirche. In diesen Zeiten der geschlossenen Kirchen senden wir Ihnen täglich einen geistlichen Impuls. Ein Sturm geht durchs Land. Ein Sturm geht durch die Welt. Und ich sitze zu Hause und ringe um Worte, an die ich mich halten kann in diesem Durcheinander. Ich suche nach Worten, die mich zuversichtlich stimmen, bis alles überstanden und wieder normal ist. Gott ist da. Er war immer da, so auch jetzt. Und da werden wieder bessere Zeiten kommen. Es kann ein bisschen dauern. Wir müssen durchhalten. Aber dann wird alles wieder wie vorher. Ich suche und finde zahlreiche Ermutigungen. In den biblischen Geschichten und auch in den erfreulichen Geschichten der Solidarität dieser Tage. Also mache ich das Beste draus und rette Leben, indem ich zu Hause bleibe. Doch irgendwie gelingt es mir aktuell nicht, das so zu sehen. Ich greife nach den Hoffnungsbildern der Bibel, aber irgendwas verhindert, dass ich sie fassen und fühlen kann. Mir ist, als ob der Sturm sie immer mit einem Stückchen Abstand vor mir herträgt. Es fällt mir schwer, über die Freiräume und die mir geschenkte Zeit zu sprechen, die ich jetzt nutzen könnte, um zu entschleunigen und mich zu besinnen, während andere Menschen so viel arbeiten wie noch nie. Es ist so richtig und für mich im Grunde auch so unkompliziert, zu Hause zu bleiben. Aber es ist so schwer auszuhalten, dass es in Hannover unzählige Menschen gibt, die gar kein Zuhause haben, wo sie einfach nur abwarten könnten, bis alles vorüber ist. Für die die leeren Straßen und das Kontaktverbot bedeuten, dass sie bis auf Weiteres auf Zuwendung und stärkende Begegnungen mit anderen Menschen verzichten müssen. Es ist so gut zu wissen, dass hier Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden, die mich schützen. Und dass ich behandelt werde, wenn ich mich doch infizieren sollte. Und gleichzeitig ist es nicht zu ertragen, wie sich das Virus in anderen Teilen der Erde ungehindert ausbreitet und die Menschen ihm völlig schutzlos ausgeliefert sind. Wie Europa Grenzen zieht und die Menschen innerhalb schützt und gleichzeitig unzählige Menschen, die nur einen Meter weit außerhalb stehen, unter jeglichem Ausschuss von hygienischen Vorsichtsvorkehrungen und obendrauf mit Gewalt davon abhält, die Linie des Schutzes zu passieren. Das alles ermutigt mich ganz und gar nicht. Es lässt mein Zuhausebleiben unvollständig und sich nicht richtig anfühlen. Ich glaube, dass es hier um mehr geht als Infektion und Nichtinfektion. Mehr als um ein Abwarten, bis ich mein gewohntes Leben endlich wieder leben kann. So wie es auch im Glauben und in der Beziehung mit Gott als mehr um nur als Hoffnung und Licht und immerwährende Zuversicht geht. Die Corona-Windböen wirbeln da gerade ganz schön was auf und bringen schmerzhaft zum Vorschein, was Leben und Nichtleben
was ein Zuhause haben und nicht zu Hause sein dürfen bedeuten. Vielleicht kann ich die Zeit jetzt auch dafür nutzen, dem nachzuspüren, nicht wegzusehen, Informationen einzuholen, wie ich auch ohne physische Begegnung helfen kann, damit es danach nicht einfach weitergeht wie vorher, wo Menschen unterteilt werden in Innen und Außen. Wir werden diesen Sturm überstehen. Und auch ich bin vielleicht in ein paar Stunden schon wieder ganz zuversichtlich. Aber gerade ist das Toben des Sturmes laut und ich fühle mich sprach- und machtlos. Die Bibel zeigt mir, dass ich auch so meinen Platz vor Gott habe. Sie schenkt mir Bilder und Momente, wo mir die Worte selbst fehlen. Und so lege ich meine Gefühle in die Worte des 69. Psalms, wie es die Menschen seit Jahrtausenden tun, und bete. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke, dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, und aus den tiefen Wassern, dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte. Denn mir ist Angst, erhöre mich eilends. Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie. Gott, deine Hilfe schütze mich. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.